wollte ihrem Coach wohl das schönste Geburtstagsgeschenk mit einem Sieg bereiten. Das hier in voller Ludwigspark heute gegen SV Waldhof Mannheim und dann natürlich 2 Punkte. Das waren wichtige Wünsche. Der erste FC Saarbrücken von Anpfiff an motiviert, konzentriert nach vorn. Hier waren erst 2 Minuten gespielt und die erste gute Möglichkeit. Michael Preetz zweikampfstark, er machte aus der zweiten Reihe Druck. Kretzer verlängerte auf Wolfgang Schüler und der Ball zappelte zum ersten Mal im Netz. Aber das Tor wurde nicht gegeben, die Freude verfrüht. Noch einmal in der Zeitlupenwiederholung. Vielleicht stand Kretzer auf der rechten Seite im Abseits. Ja, für mich war die Situation völlig klar. Als der Ball das erste Mal in den Strafraum gespielt wurde, kam sofort die Fahne des Schiedsrichters. Bloß mir muss man die Zeit lassen, erstmal die Pfeife in den Mund zu nehmen und dann zu pfeifen. Das ging ja so schnell, da wurde der Ball prallte der Ball ab und dann kam der zweite Schuss, da war er drin. Also bei der ersten Situation war eine Absatzposition, lag eine Absatzposition vor und aus dem Grunde kein Tor. Und die Post ging bei den Mahlstattern weiter nach vorn ab. Über die Flügel wurde gespielt. Das Zweikampfverhalten war wohltuend. Der Biss in Strafraumnähe überraschend positiv. Kretzer kam nur einen Augenblick zu spät. Eichmann, noch einmal Kretzer, der ackerte, rackerte. Und aus der zweiten Reihe Velanti Fuhl, er prüfte den guten Laukanen, der überzeugen konnte. Klaus Toppmöller natürlich unzufrieden. Seine Mannschaft zeigte wohl zu viel Respekt und Nerven. 34 Minuten waren gespielt, Steilpass auf den quirligen Pförtner und dann Wolfgang Schüler zum zweiten mit dem hochverdienten 1:0. Die Begeisterung im blau-schwarzen Lager riesengroß, das Führungstor noch einmal von hier. Wolfgang Schüler weiß ganz einfach, wo man am besten steht. Sein 8. Saisontor. Noch aber gaben sich die Waldhöfer nicht auf. Freistoß und Kopfball. Nachtwey, Wahlen auf dem Posten. Der Halbzeitstand 1:0 und einige Stimmen. Der FC Saarbrücken war die klar bessere Mannschaft. Wenn es am Ende so steht, können wir zufrieden sein. Ja, ein spannendes Spiel, ein kampfbetontes Spiel. Und vom Ergebnis her für uns natürlich äußerst zufriedenstellend. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Tolles Spiel, leider geht das hart zu hart aufeinander zu und tut dem Spiel ein bisschen Abbruch. Ne? Einen haushoch überlegten ersten FC Saarbrücken. Allerdings hätte ich von den Mannheimern auch mehr erwartet. Ich gehe davon aus, dass der FC das heimschaukelt. Bisher bin ich recht zufrieden, wenn es so weitergeht. Saarbrücken hat sehr gut aufgebaut, hat aggressiv gespielt, war überlegen, sodass die einzelne Führung sicherlich in Ordnung geht. Alles Fachleute. Erste Auswechslung, Hönerbach kam für den angeschlagenen Zechel und nur wenig später die Platzherren in Richtung Mannheimer Tor. Und Achtung, hier wurde Kretzer von Schnalke festgehalten. Das konnte nur heißen Strafstoß gegen Mannheim. Nun, das Positive daran ist, dass ich sehr gut zu Fuß war, also in unmittelbarer Nähe stand. Der Stürmer, der Saarbrücker, wurde ganz klar von seinem Gegenspieler umgerissen. Das ist ein direkter Freistoß und direkte Freistöße im 16er ergeben Strafstöße. Und dafür war Balu Kostner zuständig. Ein sicherer Vollstrecker. Laukan versetzt, Innenpfosten, das 2:0 war perfekt. Das war natürlich schon eine kleine Vorentscheidung. Noch einmal aus dieser Sicht. Zweiter Saarbrücker Wechsel, Akpobori ersetzte Kretzer. Mannheim versuchte es noch einmal. Wohlert aus der zweiten Reihe, Endstation Wahlen, ein sicherer Rückhalt im Tor des ersten FC Saarbrücken. Thorsten Wohlert enttäuscht. Dann die Saarländer erneut zweikampfstärker. Super gemacht von Pförtner, Michael Preetz auf und davon. Das 3:0, sein 14. Saisontor. Situation war, ich bin von links relativ allein aufs Tor gelaufen, der Winkel war ziemlich spitz und bei dem Ball hat alles gepasst. Genau auf die lange Ecke, ich glaube, wir waren am Innenpfosten und sicher zu so einer Szene gehört ein bisschen Glück.
Und es kam noch mehr Farbe ins Spiel. 79 Minuten waren gespielt. Wolfgang Schüler und Notbremse Laukanen. Wie würde der gute Unparteiische reagieren? Was sagt die Regel? Aber die Regel sagt ja nun eindeutig, dass der Torwart außerhalb seines Strafraumes, wenn er ein Foulspiel begeht, in diesem Fall praktisch als letzter Spieler ein Foulspiel begeht, die sogenannte Notbremse des Feldes verwiesen werden muss. Diese Entscheidung von Manfred Führer war korrekt. Die Zeitlupe verdeutlicht noch einmal den Ausrutscher von Kari Laukanen. Waldhof Mannheim bäumte sich aber noch einmal auf. Das Rennen für den ersten FC Saarbrücken war längst gelaufen. Dann die vorletzte Spielminute. Inzwischen stand Außenstürmer Winkler im Mannheimer Tor. Und wieder konzentriert nach vorn. Jonathan Akpobori mit dem 4:0 und dem Schlusspunkt. Clever gemacht vom Mann aus Lagos. Und dann war die Partie zu Ende. Die Freude über den 4:0-Sieg entsprechend groß. Das Erstbundesliga-Tor wurde weit aufgestoßen. Ich beziehe das auch nur auf meinen Geburtstag, dass die Fans mich hier vom Platz getragen haben. Das finde ich toll in Bezug auf den Geburtstag. Aber bitte macht nicht den Fehler und glaubt, wir wären schon aufgestiegen. Aber mit 3 Punkten Vorsprung und einem sehr, sehr guten Torverhältnis sollte das doch gelingen.